Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich natürlich ein neues Adventskalender-Unboxing für dich. Und zwar habe ich hier den Trend It Up Adventskalender von DM. Den kannst du entweder online oder im Geschäft für 27,95 kaufen. Ich habe gehört, im Laden sind die alle sehr, sehr limitiert, aber ganz ehrlich, wir haben einfach mal noch September. Kann ich nachvollziehen. Ich denke, dass sie den gegebenenfalls noch mal reinkriegen. Solltest du dir sicher sein wollen, den auf jeden Fall haben zu wollen, dann auf jeden Fall online bestellen, denn da war der heute, also jetzt eben gerade noch verfügbar. Und wenn du mit mir zusammen erfahren möchtest, was sich hinter allen 24 Türchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist jetzt der erste Adventskalender, den ich hier habe, wo eine Person drauf ist. Ich habe das auch schon von mehreren gehört, die mir dann auf Instagram geschrieben haben, nachdem ich quasi das auf Instagram geteilt habe, dass ich den Adventskalender unboxen werde. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn du sowas nicht verpassen möchtest. Da teile ich dann solche Sachen auch gerne mal in meiner Story, wenn ich sehe, dass irgendwelche neuen Adventskalender rauskommen. Genau. Ja, Menschen auf Adventskalendern sind nicht so schön wie irgendwelche Tiermotive oder allgemein weihnachtliche Motive, weil hier ist einfach eine Frau, die sich da gerade dabei ist auszuziehen und lasziv in die Kamera guckt. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt das, was eine Frau gerne bei sich hat stehen, wenn man die ganze Weihnachtszeit den Adventskalender auspackt, oder? Ich meine, sie hat was Weihnachtliches an, sie sieht stylisch aus, sie ist hübsch, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Da hätte zum Beispiel jetzt dieser Hintergrund, der da ist, so, ne, alleine gereicht. Naja, was steht drauf? I'm dreaming of a white Christmas. Okay, das ist ja das altbekannte Lied, was wir alle kennen. Und ja, ne? Trend It Up vor allem. Trend It Up ist ja eine Marke von DM. Das ist eine Beauty-Marke. Das heißt, hier werden sich dann hoffentlich ausschließlich dekorative Produkte drin verbergen. Wobei Trend It Up teilweise auch irgendwie Masken und sowas hat. Also vielleicht finden wir sowas hier auch drin. Ich bin sehr gespannt und vor allem bin ich auch auf den Wert sehr, sehr gespannt. Ja. Trend It Up, muss ich gestehen, habe ich nicht allzu viel von. Nee, das nun wirklich nicht, ne? Das besitze ich nicht so in rauen Mengen, hat mich auch irgendwie bislang noch nie so gecatcht. Aber wir gucken mal, was sich jetzt in dem Adventskalender verbirgt und ob sich meine Meinung zu der Marke verändert. Und ja, du kannst tatsächlich auch in diesem Video irgendwas gewinnen. Ich weiß noch nicht was. Irgendwas, was hier drin ist. Genau. Den Adventskalender kannst du lässig hier transportieren. Hinten hat es keine Punkte zum Aufhängen oder so. Hinten stehen aber alle Produkte nochmal drauf. Kategorisiert nach Augen, Lippen, Nägel. Okay, hier sind auch Nagellacke drin. Okay. Nagellacke von Trend It Up finde ich übrigens gut. Gut, ja, wir fangen an. Meistens fängt man mit der Nummer 1 an. Okay, in den Tütchen steht nichts drin. In den Tütchen, vor allem in den Kläppchen. Man hat hier die Produkte drin und bekommt sie nicht so einfach raus. Deswegen nehme ich hier meine Aufmachhilfe und hebel das Produkt doch einfach mal raus. So, oh schön. Da haben wir einen Nagellack von Trend It Up Copper Glaze Nail Polish in der Farbe 020. Es ist eine schöne Farbe, ein schönes Kupfer, muss ich wirklich sagen. Also das gefällt mir wirklich und das sieht auch wirklich weihnachtlich aus. Doch, den will ich, glaube ich, behalten. Den finde ich schön. Der hat nämlich so schöne silberne Schimmerpigmente drin und ich liebe Silber. Also ich bin auch ein Silberschmuckmensch. Ne? Deswegen, den teste ich jetzt aus und mache ich drauf. Ja, manche Produkte werden hier live vor der Kamera getestet. Falls du neu hier bist, das ist mein Style. Okay, das Pinselchen ist schon mal ganz ordentlich, das gefällt mir. Ich habe jetzt, glaube ich, aktuell einen Nagellack von Trend It Up drauf. Der sieht nicht mehr so nice aus, ne? Ich hatte auch heute vor, meine Nägel abends abzumachen und dann morgen irgendwann neu zu machen. Mal gucken. Okay, ja, ich habe den jetzt drüber gemacht in einer Schicht und der ist nulldeckend. Hier auf dem kleinen Finger kann man ihn sehen oder eben auch nicht. Ne? Also der ist wirklich nur als Topper so zu verstehen. Den kannst du dann über irgendwelche Farben drüber machen, um halt entsprechend da so Schein, Glitzer, Glamour drüber zu machen. Das ist schon wieder ganz gut. Das gefällt mir, weil ich den anderen Kupfernen, den ich habe, der ist sehr deckend. Und das hier ist dann quasi die gute Ergänzung dazu. Ja, das fing doch schon mal ganz gut an. Also, ne, ich bin bei Nagellacken im Adventskalender, finde ich okay, wenn das jetzt nicht überhand nimmt. Ne? Wenn es so 3 Stück sind, finde ich das in Ordnung. Wenn es aber so 5, 6, 7, 10, 20 sind, dann finde ich es zu viel. Dann hole ich mir lieber einen Adventskalender von Essie, was ich nicht tun werde. Genau. Und habe den dann komplett voll mit Nagellacken. So, hier ist die Nummer 2. Also die Kläppchen lassen sich gut öffnen. Oh, jetzt bin ich mit dem Nagellack da dran gekommen. Ist nicht schlimm. Hat nicht, ist nicht abgegangen. Ja, auch hier muss ich meine Raushebelöffnungsviech nehmen.
Ja, hier haben wir tatsächlich einen Mono-Lidschatten. Mono-Lidschatten mag ich persönlich für mich selber nicht so gerne. Ich bin ein Lidschatten-Paletten-Fan. Du kannst mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, besitzt du Mono-Lidschatten, verwendest du Mono-Lidschatten oder bist du auch eher der Lidschatten-Paletten-Fan? Würde mich auch sehr interessieren. Es gibt auch immer weniger Mono-Lidschatten in den Drogerien, finde ich. So, das ist ein Elastic Eyeshadow in der Farbe 010, hat sonst keine Farbbezeichnung, da sind 5 Gramm drin. Ich denke, dass das tatsächlich auch eine Full-Size-Größe ist. Ja, ist ein schönes Schimmer-Ding, also ne, Champagner, kann man gegebenenfalls auch als Highlighter nehmen, wenn da nicht zu grobe Glitzerpartikel drin sind, aber ja, ne, Monos verwende ich nicht. Sei denn, die sind halt so kabam, dass ich sage, ich kann nicht anders, ich muss den haben, ne, also das kommt selten vor, aber es kann vorkommen. Länglich an der Seite haben wir die Nummer 3. Ja, es ist ein Lippenstift oder ein Liquid Lipstick. Und zwar auch wieder eine Full-Size-Größe Ultra Matte Lip Cream. Und das ist die Farbe 041. Hochdeckende Ultra Matte Lip Cream mit pflegender Kakaobutter. Sehr schön. Ja, 5 ml sind da drin. Welche Farbe du bist, willst du mir nicht verraten. Okay, ja, 041 scheint die Farbe zu sein. Ansonsten steht da einfach nichts drauf. Das ist halt so ein ganz normales Rot. Rote Liquid Lipsticks und Lippenstifte besitze ich wirklich mittlerweile nach den ganzen Adventskalender-Unboxings zuhauf. Hier unten haben wir sehr, sehr groß die Nummer 4. Christmas Toe Divider. Ah, okay. Ja, das ist so ein Zehentrenner. Wenn du dir die Nägel entsprechend lackierst, die Fußnägel, brauche ich nicht. Also wenn ich mir meine Fußnägel mache, laufe ich einfach barfuß durch die Gegend. Das heißt, wird nicht bei mir bleiben. Und ja. Ne? Da sind halt 2 Stück drin, für jeden Fuß ein. Das macht auf jeden Fall Sinn. Hm. Ne? Genau, ist halt ganz klassisch aus Schaumstoff. Ist jetzt in so einem schönen Grün, passend zu meinem Oberteil. Finde ich herrlich. Übrigens das Oberteil und die Mütze verlinke ich dir unten in der Infobox. Ne? Muss sein. Weil das ist so ein geiler Pulli. Ich liebe ihn. Den gibt es in allen möglichen Farben. Ich habe ihn in Grün und in Rot. Und dann habe ich noch so einen ähnlichen in Blau. Wahnsinn. Okay, ja. Ne? So, jetzt kommen wir zu dem Abend oder zu dem Tag vor Nikolaus, zu der Nummer 5. Auch das ist wieder lang und schmal. Velvet Scents. Mhm. Ja, die lassen sich echt schwer rausnehmen, die Produkte. Die sind sehr, sehr fest drin. Positiv daran ist dann halt, dass die Produkte nicht in dem Adventskalender selber dann verrutschen. Ne? Okay, das ist ein Lipstick Pen. Lipstick Pens von Turn It Up sind wirklich gut. Die halten die auch richtig toll. Das ist in der Farbe 45. Und das ist so ein schönes Weinrot. Also das ist eine tolle Farbe. Da habe ich tatsächlich in dieser Farbe, ja, ich gucke gerade hier so hin, ne, einiges da. Ja, ne, also irgendwie bislang hat sich der Adventskalender für mich noch nicht so ultra gelohnt. Bis auf den einen Nagellack, aber wir gucken mal weiter. Nikolaus. Nikolaus muss knallen. Wenn Nikolaus nicht knallt, ist Santa Claudi wirklich traurig. Genauso wie Weihnachten auch. Also das sind so für mich die 2 Tage, da muss was kommen. Ja, und hier haben wir auch etwas drin, was gut ist, was ich definitiv als Nikolaus-Produkt bezeichne und was auch viele als Nikolaus-Produkt reinpacken, und zwar eine Mascara. Da habe ich die Turn It Up Number One Mascara in Schwarz. Die wird auch bei mir bleiben, denn ich liebe Mascaren. Ich verwende wirklich, also Mascara, Eyeliner, das sind so für mich die Produkte, die ich jeden Tag verwende und deswegen auch dann dementsprechend aus den Adventskalendern sehr gerne behalte. Und die, meine lieben Leute, sieht aus wie die Paradise Ecstatic Mascara. Das ist ja witzig. Jedenfalls vom Bürstchen her. Wie das nachher dann vom Auftrag her ist und so weiter, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich Mascara auf meinen Augen trage. Und die riecht sehr angenehm, sehr süß, sehr mild. Das mag ich gerne. So, nachdem wir dann Nikolaus gut überstanden haben, gucken wir uns hier mal die Nummer 7 an. Und da haben wir etwas drin, was ich noch nicht kenne. Hier haben wir Super Strong Nail Hardener. Sehr, sehr gut. Das ist ein Nagelöl. Nagelöle verwende ich sehr gerne. Und das ist ein intensiver 3-in-1 Repair Nagelhärte für stark beanspruchte Naturnägel mit härtendem Hexa-3-Komplex. Als Base Coat oder Top Coat einmal anwenden, als Hardening Kur 2-mal wöchentlich auf den Naturnagel auftragen. Okay, also das ist dann so ähnlich wie ein Nagellack. Und das finde ich, also ich hatte mal so als Base Coat ein. Ich finde das sehr, sehr interessant, dass du quasi hier wirklich eine extrem große Öffnung hast bei diesen Produkten. Ja, der riecht sehr, 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 sehr chemisch. Puh, krass. Werde ich aber verwenden, weil ich mir erst vor kurzem meine Gelnägel abgemacht habe. Ja, ich habe es tatsächlich selber gemacht, war nicht so die beste Idee. Genau, da kann ich sowas gut gebrauchen. Aber meine Nägel sind übrigens super, ne? Also ich habe, ich weiß nicht wie viele Jahre
5 Jahre oder so hatte ich Gelnägel drauf, 1A. Also da brauche ich mich nicht beschweren. Ein Lob an meine Nagelfee, die hat das immer 1A gemacht. Weiter geht es zu der Nummer 8, die extrem lang ist. Also da scheint dann wohl ein Lippenpencil oder ein Augenstift drin zu sein. Ja! Okay, das geht nicht mit den Fingern, Leute. Also auch wenn man sich den Adventskalender kauft oder ihn verschenkt, schenkt am besten direkt noch so eine Nagelfeile mit, so eine Metallnagelfeile, damit die Person auch wirklich das Produkt aus dem Adventskalender rausbekommt. Ansonsten macht das keine Freude. Okay, hier haben wir ein Brow Pencil, einen Augenbrauenstift. Und ich habe von Trend It Up noch keinen Augenbrauenstift verwendet. Noch nie, glaube ich. Echt nicht. Modellierender Augenbrauenstift mit speziell geformter Präzisionsmine für perfekt konturierte und betonte Augenbrauen, langanhaltend und wasserfest. Sehr schön. Ja, das ist die Farbe 10. Ich muss mal gucken, ob das gegebenenfalls passen könnte. Es ist schon sehr dunkel, Leute. Es ist schon sehr, sehr dunkel. Ich glaube, das wird mir zu dunkel sein. Achso, das hat so eine Dreieckstropfenspitze, würde ich das mal nennen. Ne? Präzision glaube ich nicht so wirklich. Also das kannst du ja zum Ausfüllen nehmen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Spoolie. Das finde ich auch immer sehr praktisch, wenn sowas mit an den Augenbrauenstiften mit dran ist, um die Augenbrauen halt auch in Form zu bringen. So, dann schauen wir uns mal die Nummer 9 an. Auch die ist lang und länglich. Jau! Ah, kriegt man doch so raus. Okay, so schmale Dinger kriegst du so raus. Das ist mega geil. Contouring and Glide Lip Liner mit Anspitzer, auch sehr schön, in der Farbe 060. Das ist ein Präzisions-Lip Liner in so einer schönen metallischen Farbe. Also wenn das auch wirklich die Farbe von dem Lip Liner ist, dann freue ich mich. Hochpigmentiert und wasserfest steht hier auch wieder drauf. Genau, das ist einer zum Rausdrehen, das finde ich klasse. Oh ja, der ist super pigmentiert. Geht auch so ein bisschen in das Orangefarbene. Also von Metallic-Effekt sehe ich da persönlich jetzt nicht so viel. Ich trage mal ein bisschen mehr auf. Nein, der ist matt. Da ist nichts mit Metalleffekt. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre ganz witzig gewesen. Aber gut, ne? Behalte ich. Hier unten haben wir die Nummer 10 und die sieht von der Form aus wie ein Lippenstift. Nein, es ist ein Nagellack. Das ist Double Volume and Shine Nail Polish in der Farbe 480. Das ist so ein schönes Altrosa und ja, den kann ich mir auch sehr schön so zum Herbst vorstellen. Das ist einfach ein gedeckterer Ton. Ja, schick. Der geht tatsächlich auch so ein bisschen ins Gräuliche rein. Hey, nicht meine Haare mitschütteln hier. Und den probieren wir doch mal am nächsten Nagel aus. Ja. Ist jetzt eine Schicht, ne? Das sieht ein bisschen messy aus. Wenn ich das jetzt in 2 Schichten machen würde und nicht noch einen roten Nagellack drunter hätte, sähe das wahrscheinlich richtig cool aus. Also das kann ich mir auch sehr gut in Kombination mit dem aus dem ersten Kläppchen vorstellen. Entschuldigung, ich habe ein Haar im Auge. Und das sieht ziemlich gut aus, doch. Also, ne, wenn der dann komplett deckend aufgetragen ist und dann mit dem Schein drüber, das wird dann ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann den jetzt auch nochmal in 2. Schicht auftragen. Ja, da wird ja schon deckender durch, aber das Rot scheint halt echt noch durch, ne? Das ist dann ein bisschen blöd, aber es ist eine richtig tolle Herbstfarbe, das gefällt mir. Und da ich den Kalender jetzt ja im Herbst aufmache, passt mir das ganz gut. Eine Weihnachtsfarbe wäre das in meinen Augen jetzt überhaupt nicht, ne? Also sowas würde ich niemals Weihnachten tragen. Wieder lang und schmal die Nummer 11. Oh, da steht schon was mit 3D Chrome drauf. Ah, hier ist noch so ein Schwämmchen hinten dran. Da fiel gerade da die Kappe von hinten ab. Das ist ein Kajalstift in der Farbe 40. Also das sieht man in der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Das ist ein ganz, ganz dunkles Blau. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen für unter der Wasserlinie. Und es sind ja auch, ich finde, ne, so diese bunten unteren Wasserlinienstifte sind sehr, sehr schön, sehr, sehr nice. Und ja, der hat tatsächlich auch einen wundervollen Schimmer. Sieht fast schwarz aus, hat aber noch so einen grünen Blauschiff mit dabei. Doch, der gefällt mir. Ja, Halbzeit, ne? Die Halbzeit haben wir hier. Und da haben wir jetzt einen Lippenstift drin. Und der ist cool. Gloss Infusion Lipstick in der Farbe 30. Das ist so ein richtig schönes Rot. Hier unten sieht man die Farbe. Den lasse ich tatsächlich auch zu, denn ja, der wird weiter wandern. Ich habe so, so viele rote Lippenstifte, obwohl der vom Packaging wunderschön ist. Leute, der ist extrem hübsch. Mir gefällt es einfach dieses durchsichtige, diese durchsichtige Kappe. Genau, so.
Das finde ich echt schön. Und ich denke, dass er dann halt nicht so extrem matt sein wird, sondern eher so ein shiny Finish haben wird. Total schön. Ja, nice. Schöne Halbzeit. Doch, das ist eine würdige Halbzeit. Dann gucken wir uns mal die Nummer 13 an. Scheiß aufgeklappt. Ja, die obligatorische Nagelfeile darf nicht fehlen. Auch der Trended Up Adventskalender bietet uns eine Mini-Nagelfeile. Ja, ne, nicht jeder ist so bekloppt und macht hier 30 Millionen Milliarden Adventskalender auf, so wie ich, sagte sie und hatte 5 neben sich stehen. Das heißt, wenn du einen Adventskalender aufmachst oder zwei und jeweils eine Nagelfeile drin hast, ist es vollkommen in Ordnung. Und hier haben wir halt auch eine Nagelfeile, weil Trended Up hat nun mal auch Nagelfeilen und Nagelpflegeprodukte im Sortiment. Ist okay, oder? Ja. Kann man gebrauchen, kann man in die Handtasche packen, auch so eine kleine Nagelfeile. Die ist wenigstens in Rot, also auch weihnachtlich getrimmt, ne? Von daher, das ist okay. Und schon sind wir bei der Nummer 14 und haben hier einen ganz klassischen Lippenstift drin. Die kenne ich tatsächlich auch und da habe ich auch schon den einen oder anderen von. Ja, das ist ein Ultramatt Lipstick und das ist die Farbe 460 und das ist einfach ein ganz klassisches Rot, genau wie bei dem anderen auch. Wobei der andere ist ja glossy, also quasi dann eher schier und shiny und das ist ein matter Lippenstift und der schaut so aus. Ne? Rote Lippenstifte, wie gesagt, besitze ich sehr, sehr viele. Ich finde immer, in Adventskalendern hast du immer roten Lippenstift oder roten Nagellack drin. Wobei, roten Nagellack hatten wir bislang noch nicht. Aber das ist halt der Klassiker. Ist halt immer irgendwie mit drin. Wenn du es jedes Jahr hast, ist es ein bisschen öde. Da sollten sich vielleicht die Firmen auch mal was anderes überlegen, weil hier haben wir jetzt wirklich schon drei rote Lippenprodukte drin. Bisschen öde. 15. Mal wieder ein schöner Nagellack. Hiermit hätten wir dann den dritten. Und da dürfte es nach meiner Rechnung eigentlich keinen mehr geben, weil das wäre sonst ein bisschen zu viel. Das ist aber ein schöner Duochrome-Nagellack, die Farbe 282. Der sieht extrem schön aus, finde ich. Den mag ich gerne leiden. Das ist nämlich vom Typ her genau der gleiche wie der, den ich auf meinen Fingern trage. Den hatte ich in einem anderen Adventskalender drin und deswegen teste ich den hier mal aus. Das ist so ein grün-braun Schimmer, also das ist halt extrem meine Augenfarbe. Das wäre natürlich ultra, wenn das auch so schön deckend auf den Nagel rüber käme. Ja, sieht über dem Rot jetzt total furchtbar aus, weil der halt überhaupt nicht deckend ist, ne? Also null. Den habe ich jetzt auf dem Mittelfinger drauf und da muss ich halt wirklich sagen, das ist mir, naja, nicht deckend genug, ne? Da musst du halt irgendwie eine Basis drunter haben. Ich weiß nicht, wenn ich da einen weißen drunter mache oder so, wird das wahrscheinlich wirken oder einen silbernen oder so und das dann halt als Topcoat drüber. Ist ganz schön, aber ist definitiv halt kein Nagellack, den man so einzeln tragen könnte. Lang und schmal die Nummer 16. Oh, aushebeln. Okay, Intense Color Eyeliner Waterproof in der Farbe 050 und das scheint ein richtig schönes Grau zu sein. Ich persönlich bevorzuge komplett schwarze Eyeliner und das sieht nach einem Dip Eyeliner aus, also dass du quasi ein Pinselchen hier hast, was unten in die Farbe gedippt wird. Ja, ne? So ist das. Komme ich nicht mit klar. Die Nummer 17. Noch ein rotes Lippenprodukt. Oh. Das nähert sich ein bisschen extrem, diesen Kalender. Also man hätte sich spoilern können vorher. Ich habe es nicht getan. Aber Leute, 040, besonders hochglänzender 3-in-1 Lipstick Pen, Balm, Gloss und Lippenstift mit wertvollem Avocadoöl. Ja, ne, es ist ganz nice, aber halt... Einfach mal noch ein rotes Lippenprodukt, das ist halt das vierte, ne? Ja, sieht so ein bisschen, ne, man kennt die tatsächlich auch, also da habe ich auch mehrere von anderen Firmen von. Riecht schön angenehm und süß. Ja, komm, einen behalte ich, ne, einen behalte ich. Ja, ist halt schier, glänzt ein bisschen, ne, ist ganz nett. Aber einfach schon das vierte Lippenprodukt in Rot ist ein bisschen öde. Die Nummer 18. Noch ein Nagellack. Das wäre jetzt schon der vierte. Okay, das ist ein bisschen, ne? Aber gut, das ist jetzt der obligatorische rote Nagellack. Der Touch of Satin in der Farbe 020. Das ist halt so ein schöner roter mit so einem Schiff drin, was ähnlich ist zu dem, den ich drauf habe, aber halt noch ein bisschen dunkler. Ein bisschen mehr ins Dunkle halt. ins Bräunliche rein. Die Nummer 19. Oh, eine Lash Foundation. Quasi Foundation and Base. Also das ist das vor deiner Mascara aufträgst. Okay, ja, so schaut es aus.
Sowas habe ich auch von anderen Firmen schon getestet. Ich trage das gerne abends oder nachts auf, bevor ich schlafen gehe. Und morgens habe ich dann so einen Schwung in den Wimpern einfach dadurch drin. Das dürfte jetzt auch weiß sein. Nee, es ist einfach rosa. Auch das ist ziemlich cool, ne? Ja, es ist rosa. Witzig. Riecht sehr angenehm. Doch, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, auch zu verwenden. Verdichtende und verlängernde Styling-Mascara-Bürste in Rosé-Optik mit Mikrohärchen und pflegender Monoir-Butter, die roséfarbene Wimperngrundierung auftragen, kurz antrocknen lassen und danach wie gewohnt die Wimpern tuschen. Ja, also da wirklich am besten abends. Die Nummer 20 sieht mir ganz nach einem Lippenstift aus. Nein, Mist, es ist noch Nagellack. Machen die sich keine Freunde jetzt hier mit, ne? Es ist eine schöne Farbe, es ist ein schönes Nude. Es hat auch so ganz leichte Schimmerpigmente drin, ist die Farbe 050 und wird dann halt auch eher als Topcoat verwendet werden können. Ja, Nummer 5. Bisschen viel. Für einen 27,95 Euro teuren Adventskalender. Naja, gut. Wir gucken weiter. 21. Ei. Nee. Okay. Quick and Dry Nail Polish in der Farbe 040. Das ist auch wieder ein schöner Weinrotton. Ist hübsch. Ja. Hat keinen Schimmer drin. Ist ein schöner Herbstton. Aber, ne? Es wird gerade ein bisschen viel mit den Nagellacken. 22. Ultimate Long Lasting Top Coat. Ja, so ein Top Coat, den kann man immer ganz gut gebrauchen. Kann man nichts Verkehrtes zu sagen. Ich kenne die von Trended Up jetzt noch nicht. Ich habe sonst immer den von Essence, den die liebe Frühlingsrolina mal empfohlen hat. Und der ist echt toll. Aber, ne? Es ist halt ein Topcoat. Okay, aber nochmal Nagellack, Leute. Ah. Okay, der Tag vor Weihnachten, Nummer 23, ist hier. Ein Highshine Lipstick ist hier drin. Ja, die Nummer 40 ist auch so ein Rotton. So. Oh Mann, den finde ich jetzt nicht so pralle, den Adventskalender. Ist so ein Rosenholzton, den trage ich mir jetzt einfach mal auf, weil die Highshine-Dinger mag ich eigentlich, weil die schön schier sind. Nee, oh Gott, der ist gar nicht schier. Der ist auch fast eher so ins Korallmäßige, ne? Ja, ist ganz okay, den kann man auch so im Alltag wohl tragen. Ja, gefällt mir aber wohl doch. Das ist eine schöne Farbe, die jetzt nicht unbedingt schreit, hallo, hier ist Weihnachten, ne? Also, ja. Ne, nicht knallerot. Ja, die 24 sollte uns jetzt alle wirklich wegbashen. Die ist hier. Wishes you a beautiful Christmas. Natürlich ein Nagelprodukt. Ja, und das ist halt das einzige Nagelprodukt, was auch tatsächlich im Weihnachtsdesign ist. Ja, dass ich keinen Nagellack auftragen kann, darüber müssen wir gar nicht reden, glaube ich. Also ich habe den jetzt hier auf dem Zeigefinger, der ist wundervoll. Ich finde den richtig schön, ne? Also der hat auch einen schönen Schimmer mit drin. Das gefällt mir, das ist auch ein richtig schöner, klassischer Weihnachtston, sage ich mal. Nicht dieses ganz extreme Rot, aber der hat den da 24, Leute. Funkelnde Weihnachten wünscht ihr Trended Up. Das ist nett, dass es draufsteht, aber ist jetzt auch wohl extra für den Adventskalender Design scheinbar. Und die Farbe habe ich auch vorher noch nie gesehen in der Theke. Aber der Adventskalender ist kacke, oder? Nicht so der Burner, um das mal so zu sagen. Hat mich nicht so von den Socken gehauen. So eine Lidschattenpalette wäre jetzt gar nicht so verkehrt gewesen für den Preis. Da hätte ich mich gar nicht beschwert. Die haben wundervolle Lidschattenpaletten. Und ich sag mal so, als Lidschatten hatten wir einen Mono-Lidschatten dabei. Das ist ganz schön traurig, ne? Keine Empfehlung. Ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Aber ich werde ihn mir definitiv nie wieder kaufen. No. Öde. Und was du in diesem Video gewinnen kannst, ist folgendes. Da habe ich hier einmal den Ultimate Long Lasting Top Coat zusammen mit dem Quick Dry Nail Polish in diesem Weinrot. Dann den Eyeliner in dem schönen Grau. Für die Nagellacke brauchst du auch noch so 10 Trennerviecher. Den Monolidschatten packe ich dir mit rein. Den Augenbrauenstift und diese Ultra Matte Lip Cream. Ne?
das wäre auch mit so fast das Beste aus dem Adventskalender. Egal. Ne? Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie dir dieser Adventskalender gefallen hat, beziehungsweise ich habe dir auch eben schon mal so eine Abstimmung reingepackt. Ihr Lieben, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!